der Geruch von einem Röstvorgang ist für mich persönlich ein sehr angenehmer Geruch. Wenn die Anlage läuft, fühle ich mich persönlich natürlich sehr gut und auch sehr stolz, weil man etwas Eigenes produziert und das draußen auf dem Markt dann vertreiben kann. Also ein richtig guter Kaffee zu beschreiben ist, also für mich persönlich darf er keinen bitteren Abgang haben. Er muss sehr mild schmecken, er darf nach Kaffee schmecken, aber es darf nicht so sein, dass ich nach meinem Kaffee erstmal einen halben Liter Wasser trinken muss. Was auch ein sehr gutes Zeichen für einen guten Kaffee ist, dass ich nach meinem Kaffee nochmal einen trinken würde. Also die besondere Qualität unseres Kaffees schmecken wir raus, indem wir gewisse Bohnen eben mit einpflegen aus allen Herren Ländern. Eine gewisse Mischung, die wir selber uns ausgedacht haben oder durch mehreres Probieren herausschmecken konnten. Wichtiges Merkmal ist natürlich der schonende Röstvorgang, wo unser Kaffee eben nicht wie in der Industrie innerhalb von 2-2,5 Minuten durch die Röstrommel gejagt wird, sondern jede Sorte einzeln innerhalb von 18 Minuten bis 20 Minuten geröstet wird. Die Exklusivität unseres Kaffees sind natürlich die zwei Geschäftsführer, die die enge Bindung zu ihrem Kunden pflegen und natürlich dann dieses Know-how, was dahinter steckt. Damit versuchen wir uns eben vom Wettbewerb abzuheben. Wir können nicht behaupten, dass jedem unser Kaffee schmeckt, aber ziemlich vielen.